Hi Leute, Hubertus und Patches hier von Fishing King. In diesem Video werdet ihr heute lernen, wie ihr ein wunderbares, leckeres Gericht zu Weihnachten zubereiten könnt für eure Liebsten. Und zwar, wie man Brassen, Karpfen oder andere Weißfische super einfach gerätenfrei filetiert. Weil das Hauptproblem bei den meisten Leuten ist ja immer, ja, Brasse, Karpfen, andere hochrückige Weißfische etc. Die kannst du ja nicht essen, die haben viel zu viel Gräten, das schmeckt ja nicht, die bleiben dir im Hals stecken. Aber wir haben ja einen grandiosen Koch- und Räucherkurs mit dem Jörg Strelo zusammen produziert dieses Jahr. Ja, und hieraus wird es heute, wie gesagt, zwei Ausschnitte geben, zwei kurze Videos sind aneinander geschnitten. Da haben wir ja gesagt, machen wir jetzt eine Serie zu hier auf YouTube, auf unserem Kanal, jeweils aus jedem Kurs die drei Videos, die wir euch kostenfrei zeigen. Und wie gesagt, heute wird dabei sein, wie schneidet ihr die Gräten frei und passend dazu ein schönes Gericht direkt mit dem Karpfen. Das kann man genauso auch mit dem Brassen dann machen. Schaut euch das einfach an. Und ich bin gespannt, wie es euch gefällt. Schreibt auf jeden Fall unter dem Video, ob ihr das gut findet, das Format, ob ihr dazu weitere Videos haben wollt. Und jetzt wünsche ich euch erstmal viel Spaß mit dem Jörg und let's go! Ich habe euch ja anfangs in unserem Videokurs gezeigt, wie man einen Zander filetiert. Sagte, das ist ein bisschen einfacher. Habe dann gesagt, das ist genau das, was ihr bei allen anderen Fischarten auch anwenden könnt. Ja, und den Beweis will ich jetzt nochmal antreten bei einem Fisch, der ein bisschen störriger ist zum Filetieren, bei dieser schönen Brasse. Ja, bevor wir die gleich lecker für euch zubereiten. Jetzt einmal noch das Filetieren. Ich will euch dann doch nicht ganz alleine lassen damit, weil Brasse ist ein bisschen schwieriger als ein Zander. Aber ihr werdet sehen, das Prinzip ist genau das gleiche. Ich starte wieder mit dem Schnitt hinter dem Kopf, vorbei an der Brustflosse. Jetzt an der Afterflosse, der Schnitt durch die Haut. Jetzt mit der Messerspitze auf der Mittelgrede des Fisches nach oben durch und nach hinten weg. Das Schwanzfilet lösen. Jetzt drehe ich die Brasse, genau wie den Zander, zu mir hin und schneide am Rücken das Filet ab. Ja, immer mit Gefühl, mit dem Messer schön auf der Rückengräte längs. So, und jetzt löse ich hier auch wieder mit der Messerspitze das Fleisch längs der Rippen. Knack, knack. So, und die sind, wie ich ja eingangs schon sagte, bei den Brassen relativ dünn. Deshalb kann man sich jetzt die Mühe machen und da noch drüber filettieren. Aber ihr seht, dass sich das nicht wirklich lohnt. Also das ist sehr, sehr dünnes Fleisch an den Bauchlappen. Deshalb geht man in der Regel her und schneidet hier am Rückenfilet ab. Und hinten, wo es wieder dicker wird, am Schwanz auch. Und dann hat man hier ein wunderschönes weißfleischiges Brassenfilet gelöst, das sehr hochwertig ist vom Fleisch her. Ja, das aber leider halt auch voll ist mit Gräten. Und genau wie man diese Gräten schneidet, damit man auch die Brasse mit Genuss verzehren kann, das seht ihr in einer anderen Videolektion in unserem Kurs. Ich wünsche euch viel Spaß beim Anschauen aller Videos in unserem Kochkurs. Bis dann, euer Jörg. Jetzt kommt ein ganz einfaches Rezept für alle Fischarten, die ein bisschen grätenreicher sind. Zum Beispiel für ein Brassenfilet, für ein Rotaugenfilet. Ich habe mich jetzt hier für ein Filet von einem Spiegelkarpfen entschieden. Also schön auf der Haut wird der Fisch gebraten. Die Fleischseite habe ich einmal eingeschnitten. Das geht übrigens, wie ihr ja wisst, mit unserer praktischen Vorrichtung zum Grätenschneiden ganz prima. Aber ein Karpfen hat eine relativ dicke Haut. Ja, und da kann man auch mit ein bisschen Gefühl üben und diese Schnitte bis auf die Haut auch einfach manuell ohne weitere Hilfsmittel auf dem Filetierbrett hinkriegen. Ja, so habe ich das jetzt gemacht. Ich habe im Leben schon so manchen Fisch Gräten geschnitten. Insofern habe ich das Gefühl. Das bekommt ihr aber auch, wenn ihr beispielsweise bei so einem Fisch wie dem Karpfen übt. Ihr seht, die Schnitte müssen halt bis auf die Haut gehen. Ja, das ist entscheidend. Ja, und wenn wir den Fisch so braten, dann sind die Gräten am Ende, wie ihr wisst, klein und ihr könnt sie prima mitessen. Ich werde jetzt dieses Filet ganz einfach
Na, also so ein Gericht, das man auch zum Beispiel draußen mit wenig Hilfsmitteln sich zubereiten kann. Ganz einfach nur scharf anbraten, vorher ein bisschen melieren und am Ende scharf würzen in der Pfanne und aus der Pfanne rausessen. Also ein ganz, ganz einfaches Rezept, um einen gräbenreichen Friedfisch, das Filet davon wunderbar und schnell und einfach zuzubereiten. Ich brate den Fisch jetzt in Butterschmalz. Na, ihr wisst ja, habt gesehen, während unseres Kochkurses habe ich das mehrfach ein bisschen variiert. Butterschmalz hat den großen Vorteil, dass es wie ein gutes Bratöl, Rapsöl, Keimöl, Sonnenblumenöl sehr gut zu erhitzen ist und von daher eine schöne Bräunung des Fischfilets auch ermöglicht. Während Butter, Olivenöl halt nicht so hoch erhitzt werden kann und von daher eher für Fisch geeignet ist, der ein bisschen schonender gegart wird. Aber hier soll eine richtig schöne Kruste kommen und vor allem wollen wir die etwas stärkere Haut des Karpfens auch so kross und knusprig anbraten, dass wir die mit Appetit auch mitessen können. Butterschmalz schön in der Pfanne erhitzen. Ja, ihr seht, das schlägt jetzt schon ein bisschen, fängt auch leicht an zu rauchen. Dann gehe ich ein kleines bisschen runter hier mit meiner Induktionsplatte. Ja, und der Karpfen, der ist ganz einfach vorzubereiten. Ich nehme mir eines dieser beiden Filets und mach einfach ein bisschen Mehl drüber. Ganz einfaches Weizenmehl. Das ist das sogenannte Melieren. Ganz, ganz klassisch, um Fisch für die Pfanne vorzubereiten. Es hat halt den Vorteil, dass der Fisch durch das Mehl ein bisschen besser bräunt, ne, als wenn wir ihn einfach nur Natur auf der Haut braten. Was aber dafür das Leckerste und Gesündeste ist. Ne? Also wenn ich ihn ganz ohne Hülle, ohne Mehl brate, dann habe ich nur den schieren Fisch und nicht eine Hülle, die sich halt auch immer ein bisschen mit Fett vollsaugt. Ne? Also insofern hier gewünscht, dass wir ihn ein bisschen melieren, um diese Bräune zu kriegen, damit der Fisch dann auch schön die Kruste bekommt und Farbe bekommt. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel ein Seezungenfilet oder ein Schollenfilet ohne Haut brate, da ist es nicht sinnvoll, allzu viel Power drauf zu haben und allzu viel Panade drauf zu haben. Ja, das brate ich dann natur in der Butter oder in dem Olivenöl aus. Und hier muss es krachen. Schaut her. Riecht jetzt auch schon ein bisschen knackig. Und jetzt lassen wir den Fisch auf der Haut mal Zeit, dass schön der Garpunkt hochzieht. Ja, man sieht nämlich, wie das Weiße, wie der Garpunkt jetzt schön in diesem geschnittenen Filet nach oben wandert. Und jetzt lasse ich den Karpfen bei relativ hoher Temperatur eine ganze Weile auf seiner Haut ausbacken. Also bei dem relativ dicken Stück gute 4 bis 4,5 Minuten. Ja, und dann schauen wir uns das mal an und erfreuen uns des schönen Anblicks. Drei Minuten hat der Karpfen jetzt Zeit gehabt und ihr seht, wie schön der Garpunkt schon nach oben gewandert ist. Hier am Rand ist er sogar schon ganz oben angekommen. Jetzt haben wir hier noch den Glanz der etwas schieren, der etwas rohen Fleischseite. Ja, und jetzt beginne ich wieder, das mit dem heißen Bratfett zu übergießen, mit dem Löffel. Und werde, damit es ein bisschen leckerer schmeckt, da auch noch einen Stich richtig gute Butter mit reintun. Warum sagt man eigentlich immer gute Butter? Die Frage habe ich mir schon gestellt, als wenn irgendjemand auf die Idee käme, schlechte Butter zu verwerten. Ne? Aber gut, das ist so ein bisschen ein Begriff, der sich durchgesetzt hat, ja, den wir häufig in der deutschen Sprache finden. Also nehmen auch wir gute Butter und lassen die schlechte heute mal im Kühlschrank. Ja, ihr seht, das schäumt jetzt ein bisschen auf. Und natürlich ist das Butterschmalz jetzt nochmal mit richtig schönem, gutem Butteraroma aufgepimpt. Und jetzt gehen wir einfach her, wenn das geschmolzen ist, und gießen die schäumende Butter mit dem Löffel nochmal von oben über die Fleischseite. Und jetzt werdet ihr sehen, wie wir den Garpunkt auch oben gleich abschließen. Na, ihr seht, es wird schon weiß. Das Eiweiß des Fisches gerinnt. Und sobald wir oben jetzt auch eine schöne Farbe haben, werden wir unseren Karpfen in der Pfanne würzen. Und am besten isst man ihn dann auch aus der Pfanne raus. Ne? Gerade wenn ihr draußen seid, braucht ihr gar keinen Teller mitzunehmen. Einfach aus der Pfanne raus essen. Ich möchte euch aber gerne zeigen, wie schön die Haut geworden ist. Und von daher werde ich ihn auf dem Teller für euch anrichten. Schau mal, wie schön das hier eindreht jetzt. Super gut.
Also, länger lassen wir den Fisch jetzt auch nicht drin. Ich werde ihn jetzt schnell würzen. Zunächst mal mit ein klein bisschen groben Meersalz. So, weil das doch ein recht dickes Stück Fisch ist. Und jetzt mit unserem geilen Spicy Fish Barbecue. Ihr wisst, ich liebe dieses Gewürz. Ja, und ich habe das Glück gehabt, mir mein eigenes Gewürz selbst machen zu dürfen. Ne? Zusammen mit meinem Freund Sebastian. Und das vollendet jetzt wirklich dieses einfache Bratgericht. Super leckere Geschichte. Gerne noch ein bisschen mehr. Scharf gebraten, scharf gewürzt. Und jetzt wollen wir uns auch einmal die Hautseite unseres Fisches anschauen. Kleines bisschen ablaufen lassen hier. So. Und einmal umgedreht auf den Teller. Schaut euch das an. Wunderschön. Ja. Klein bisschen dunkel hier, aber das ist gar kein Problem. Da ist noch nichts verbrannt. Und jetzt werde ich euch mal zeigen, mit welchem Genuss ich das verspeisen kann. Und dem Eugen natürlich auch noch ein bisschen was übrig lassen. Ne? Schaut her, ich mache noch ein klein bisschen Olivenöl drüber. Nicht zu viel, weil der Karpfen ist ein recht fetter Fisch. Der hat schon sein eigenes Fett im Fleisch. Auch von der Seite noch ein kleines bisschen Spicy Fish als Topping. Und auf die alberne Zitrone als Deko verzichte ich jetzt einfach. Im Übrigen habe ich Hunger. Ja, schaut her. Wunderschöner Glanz. Ja, der Fisch ist einfach durch das Garen auf der Haut und das Übergießen mit dem heißen Bratfett wunderbar im Kern glasig, saftig geworden. So einfach kann Fischbraten sein. Ich will mir bewusst ein etwas kleineres Stück davon in den Mund stecken, weil der ist halt verdammt heiß, ne? Wenn der so direkt aus dem Fett kommt. Super gut. Die Haut ist jetzt so weich gegart, dass ihr sie problemlos mitessen könnt. Und dadurch, dass sie die Kruste hat, ist sie auch wunderbar auf der Zunge. Schmeckt klasse. Also einfach Fischbraten, Leute. Wenn er viele Gräten hat, vorher anschneiden. Könnt ihr auch mit dem Zander machen. Wir müssen jetzt nicht anfangen, nur noch Fische zu essen, die viele Gräten haben. Zander oder eine Meerforelle an der Küste gefangen, ist natürlich genauso lecker. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachkochen, guten Appetit und viel Freude bei der nächsten Lektion in unserem Kochkurs. Euer Jörg, bis dann. So, ist auch schön bedeckt, ne? Da haben wir ein gutes Timing gehabt, schaut her. Ne? Also der Fisch ist wunderschön mit unserem Sud bedeckt und jetzt beginnt es wieder ein bisschen zu köcheln. Ich gehe jetzt hier. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr wundert euch jetzt wahrscheinlich noch, warum ich hier gerade mit Patches zusammen im Besprechungsraum sitze und warum die hier so einen Gutschein hinhält. Ganz einfach, den University-Kurs, den Kochkurs von Jörg Strehle und auch den Räucherkurs, wo dieses Video bzw. die beiden Videos draus sind, die könnt ihr natürlich auch als Gutschein jetzt gerade zu Weihnachten wunderbar verschenken. Einer dieser Kurse kostet 39 € und ich würde auch einen es gibt auch eine Kombination aus beiden zu einem Sonderpreis, findet ihr alles bei uns auf der Webseite. Unterm Video packe ich einen Link rein, hier auch nochmal ins Video. Da könnt ihr euch die Infos holen und die Gutscheine direkt kaufen. Entweder, wie gesagt, in so einem schönen, hochwertigen Gutscheinformat, das wir euch dann per Post zuschicken. Jeden Tag gehen hier viele, viele Gutscheine raus. Ja, viele hunderte Gutscheine jetzt vor Weihnachten. Oder zum selber ausdrucken, wenn ihr so auf dem letzten Drücker seid. Ja, wenn ihr ein bisschen unterwegs seid, wie ich manchmal, und die Geschenke dann 2-3 Tage vorher kauft und das mit dem Post nicht mehr klappt, könnt ihr es auch selber ausdrucken. Genau. Und schaut euch einfach die ganzen verschiedenen Kurse mal an. Das war jetzt der Kochkurs, also ein Koch- und Räucherkurs. Wir haben aber auch einen Zanderkurs mit Jörg Strehle produziert oder ein erfolgreiches Hechtangeln mit Uli Bayer oder unseren University Club. Da gibt es alle Kurse, solange man in diesem Club drin ist. Es ist quasi das Netflix für Angler. Ja, schaut es euch einfach mal an. Und falls eure Liebsten noch keinen Angelschein haben, ihr wisst aber, die hätten Lust zum Angeln, dann haben wir natürlich auch noch unseren Online-Kurs zum Angelschein, gibt es auch als Gutschein, so am Rande. Ja, das waren jetzt so meine Tipps und Patches-Tipps noch für die Weihnachtsgeschenkideen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, wie gesagt, lasst einen Daumen nach oben da. Schreibt mir bitte in die Kommentare, ob wir in Zukunft weitere Videos machen sollen aus der University und wenn ja, zu welchen Themen. Also was für Fragen habt ihr an den Jörg zum Zander und zum Kochen, Zanderangeln zum Kochen und zum Räuchern. Schreibt rein.
Wir sehen uns dann in den nächsten Videos wieder. Macht's gut, euer Hubertus und eure Patches von Fishing King. Ciao.